Herzlich willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen uns euch wieder, Daniel Jering und meine Wenigkeit, Klaus Jilk, zur 6. Folge mittlerweile des Abwassertalk. Wir steigen auch super schnell ein, aber heute haben wir richtig Stress, Daniel. Heute haben wir richtig Stress. Ich habe gerade noch die ganze Zeit so viel Zeit verplempert, weil ich einen Zaun einpflanze im Garten. Den muss ich nachher noch betonieren. Deswegen, was, immer noch oder was? Oder ist der erste Umgang? Immer wieder jeden einzelnen Pfosten für sich. Ach so, okay. Wird ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde gegraben und dann wird da Beton reingeschüttet. Das Auto, das gegenfährt, muss zerstört werden und nicht mein Zaun. Wie vorher der Holzzaun, der ist total oft angefahren worden. Egal. Wir wollen ja hier nicht für viel rumlabern. Okay. Sondern wir wollen ja was über Abwasser erzählen. Was haben wir für Feedback aus der Community gehabt die Woche, Daniel? Erzähl mal. Schönen guten Tag nochmal, auch von meiner Seite aus. Wir haben das Feedback bekommen, dass Sie generell Kläranlagen sehr interessant finden, unsere Community, und wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen drauf können, zu den Kläranlagen und was es da für Verfahrensschritte gibt und vielleicht mal ein paar Experten zu der Klärschlammentwässerung oder zu bestimmten Rechen und so weiter heranziehen könnten. Das Feedback haben wir mit aufgenommen. Wir sind da auch schon in einer Organisation, was wir vielleicht noch jetzt machen könnten. Haben auch schon den einen oder anderen Gast im Visier. Gerade hinsichtlich Kläranlagentechnik. Dann kam uns noch, hat uns ein Zuhörer, ein Abwasserheld, geschrieben, dass er gerade lernt für die Meisterschule. Also schöne Grüße auch an den Kollegen und an alle Kollegen, an alle Abwasserhelden, die gerade ihre Meisterschule machen und eventuell auch dafür lernen. Manche schütteln es ja aus der Hand. Nee, glaube ich nicht. Eventuell auch dafür lernen. gerade dafür lernen. Ja, glaube ich auch. Also nee. Alle unsere Zuhörer sind absolute Abwasserexperten. Die brauchen vielleicht nicht lernen, ne? Ja, ich glaube, lernen muss jeder. Da kommt auch so viel Wissen wahrscheinlich dran, dass man vielleicht später gar nicht mehr braucht in einer Praxis, aber man muss es mal irgendwie gehört haben. Deswegen muss man eigentlich fast für jede Prüfung lernen. Ja, und andererseits hat man auch noch natürlich negatives Feedback bezüglich der Soundqualität. Wir haben uns ja jetzt, wir haben auch schon das eine Bild gepostet, wie wir jetzt mittlerweile da sitzen. Ich muss jetzt das auch sieht so professionell geil aus. Das sind Profis jetzt, die Podcast-Profis, ey. Wir haben es echt verdient, dass ihr uns jetzt auf 100 Follower bei Instagram hochbringt. Weil das nämlich dann auch gut ist, dann haben wir ein bisschen ein paar Profi-Funktionen bei Instagram. Deswegen brauchen wir das auch, ne? Hast recht. Unsere Mikrofone sind ja so golden, also ist Messing wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Deswegen nennen wir die Goldbolzen, ne? Das sind die Goldbolzen. Oh Mann. Also für all diejenigen, die damit umgehen können, sind das die Goldbolzen. Ansonsten für die, die das vielleicht weniger lustig finden, für die sind das dann die Black Hammers. Die Black Hammers. Das ist kopiert, Daniel. Ich weiß, ja. Das ist kopiert. Das können wir nicht sagen. Black Hammer dürfen wir nicht sagen. Nein, Goldbolzen. Wenn unsere Vorbilder das mal hören, wir küssen euch aufs Auge. Oh Mann, na gut, okay. Komm, lass uns einsteigen mit der ersten Kategorie. Unser Gast hat heute nicht so viel Zeit hinten raus. Ja. Die erste Kategorie kündigt unseren Gast auch schon so ein bisschen an. Wir hatten ja beim letzten Mal Klärschlamm und dann das Thema Landwirtschaft und Klärschlamm und Landwirtschaften. Haben wir uns überlegt, Klärschlamm, wo kommt der her? Kläranlage? Lass uns doch mal gucken, wer ist denn da hinter unserer Kläranlage, und machen wir die Kläranlage als Thema. Richtig. Ja, Klaus, dann erzähl doch mal einfach für einen ganz normalen Mithörer oder Zuhörer, wie so eine Kläranlage funktioniert. Warum gibt es überhaupt eine Kläranlage? Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, das ist mir das Wichtigste, zu sagen, warum gibt es Kläranlagen? Kläranlagen gibt es ja dafür, dass das Wasser, was wir verbrauchen, wieder sauber in die Flüsse kommt, ne? Also es geht eigentlich um sauberes Wasser, saubere Flüsse. Und da haben wir ja in Deutschland schon viel erreicht mit dem Ganzen, ne? Deswegen sollten wir auch immer das in den Mittelpunkt stellen, ne? Die Kläranlagen sind jetzt nicht da, um unsere Kacke zu reinigen, sondern in erster Linie für sauberes Wasser. Ne? Das Wasser, was in die Flüsse abgegeben wird von einer Kläranlage, das ist der Grundsatz, sollte immer sauberer sein als das, was im Fluss drin ist. Zumindest in den meisten Fällen. Okay. Und wenn man das beherzigt und nach und nach die Anforderungen an die Kläranlage hochschraubt, dann werden die Flüsse immer sauberer, dann müssen die Kläranlagen immer sauberer werden, und nach diesem Prinzip kann man das eigentlich immer weiter hochrechnen. Ne? Ja, und wie funktioniert jetzt so eine Kläranlage? Daniel, willst du uns das kurz erklären? Ja, natürlich. Mach mal, welche Stufen gibt es denn? Mal, ich fange einfach mal an. Also die erste Stufe ist, glaube ich, die mechanische Reinigung, wo erstmal der Zulauf der Kläranlage ankommt. Der kann ja in verschiedenen Formen ankommen, das per Druck oder entspannt ist. Vielleicht ist das für diese Kategorie auch schon zu weit erklärt. Aber erstmal grundsätzlich gibt es eine mechanische Reinigung. Da werden die ganz, ganz groben Bestandteile aus dem Abwasser bereits rausgefiltert.
Also weiß ich nicht, zum Beispiel Klopapier, wenn sich das nicht schon zersetzt hat, oder aber Gegenstände wie Steine. Es gibt manchmal noch Formrechen, Geröllfang und so weiter. Also die groben Bestandteile werden dort praktisch schon rausgefiltert. Ja, also mechanisch ist alles, was leichter ist als Wasser, wird oben, schwimmt oben auf, Fett. Also was schwerer als Wasser ist, fällt unten raus. Das sind die Steine. Und dann gibt es noch die Rechen, wo das Ganze durchschwimmt, wo alles, was dünner ist als, ja, ein Feinrechen vielleicht 5 mm, weiß nicht, ob es noch feiner ist, das können wir den Gast nachher mal fragen, geht auch nicht durch. Und dann haben wir es mechanisch gereinigt. Zweite Stufe, die historisch dazu kam, war die Kohlenstoffelimination. Das heißt, wir belüften das Abwasser, dadurch sind da Bakterien drin und die fressen den Kohlenstoff aus dem Abwasser raus. Das ist die zweite Stufe. Man kann ja immer weitermachen. Die dritte Stufe ist dann quasi dazugekommen irgendwann, das ist die Nitrateliminierung. Das heißt, da hat man dann nicht mehr nur auf die Kohlenstoffelimination gesetzt, sondern man hat mit Wasser erstmal belüftet. Dadurch wird Ammoniumstickstoff, der im Abwasser drin ist, zu Nitratstickstoff und das wird dann in eine anaerobe Phase übergeben. Anoxisch sagt man auch und dann wird da das Nitrat von Bakterien quasi zur Sauerstoffgenerierung genommen und dadurch das Nitrat auch aus dem Wasser entfernt. Phosphorerfällung quasi muss auch rausgefällt werden, ist auch, wo dann halt mittels Eisen oder auch BOP der Phosphor aus dem Abwasser entfernt wird. Das sind dann halt quasi auch die Stoffe, die man in der dritten Stufe nicht mehr haben will. So, und die vierte Stufe, Kohlenstoffe quasi, ne? Also was wir heute alles so im Abwasser haben, was früher vielleicht noch gar nicht so gab, Antibabypille, unsere ganzen Mittelchen, die wir verwenden, wenn ja mehr älter, Schmerzmittel, Diclofenac ist ein Bestandteil. Aber auch unser Rattengift, Daniel, das haben die noch gar nicht so auf dem Schirm. Und da können wir unseren Gast nachher auch gleich fragen, weil ich weiß, dass dort gerade sehr, sehr angestrengt daran geplant wird, dort vierte Reinigungsstufe umzusetzen. Von daher würde ich vorschlagen, wir holen einfach mal unseren Gast dazu. Und dann kann er uns ja mal erklären, wie er seine Kläranlagenführung macht. Und dann, ja, werden wir sehen, ob er das anders sieht. Samuel! Jetzt! Ich grüße dir! Moin! Grüße dir, grüße euch! Wir grüßen dich. Muss man ein bisschen lauter machen? Der Held des Abwassers von uns, der uns immer da ist. Ich darf dir vorstellen, Daniel, mich kennst du ja schon. Wir haben ja schon öfter uns getroffen bei dir auf der Kläranlage. Ich wollte wissen, ob du auch alles richtig machst. Ja, und ja, stell dich mal kurz vor, vielleicht machst du es selber. Genau, also wie der Klaus sagt, Samuel Bayer. Und ich bin Abwassermeister auf dem aus seiner Heimatkläranlage, die er immer wieder gern besucht, mich während der Bereitschaft mal überrascht mit einer Brezel oder so vor der Tür steht und wir dann uns austauschen und diskutieren über die ganze Abwasserthema. Ja, also ich komme aus dem schönen Süden, genau aus dem Südwesten und wie man an meiner Sprache hört, ist es das Schwabenland. Okay. Erstmal die Frage, gibt es Probleme mit meinem Abwasser? Hast du schon mal Probleme mit meinem Abwasser gehabt, dass ich zu dir rüberleite? Aus deiner Ortschaft nur. Ach so, naja, mein privates Abwasser, erkennst du das nicht? Das ist immer, das ist immer das, wo das meiste Kokain drin ist. Viele bringen ja immer den Witz und sagen, ich schicke dir mal ein, da stecke ich ein Fähnchen rein und dann siehst du das. Das habe ich noch nie gehört. Das mache ich jetzt mal. Das ist so schlecht, aber... Ich möchte überlegen, was müsste man machen, damit du das mitkriegst? Was müsste man da reinschmeißen? Feuchttücher, okay, das kannst du aber nicht nachweisen, dass es meins ist. Ein Goldklumpen im Rechen hängen bleiben lassen. Als Kristall. Also, ich würde behaupten, ich werde das nicht merken, egal was du reinwirfst. Ja, okay. Gut, dann ist also egal, was ich ins Abwasser schmeiße. Nein, wir haben gerade diskutiert, Abwasser einfach geklärt. Erklär uns doch mal, wie du so eine Kläranlagenführung machst. Die Kläranlagenführung beginnt bei mir immer in der Schaltwarte. Das muss man sich so vorstellen, sage ich auch immer den Leuten, wie beim Homer Simpson in dem Atomkraftwerk, wenn der da sitzt mit diese vielen Lichter und Schalter und so weiter, nur ein bisschen kleiner. Aber so ähnlich ist es schon. Und dann erkläre ich immer den Weg des Abwassers durch die Kläranlage anhand von unserem Mosaikschaltbild und von unserem Prozessleitsystem. Und anschließend schaue ich mir das mit den Leuten dann immer in live an. Also vom Zulauf zum Ablauf mache ich die Führung.
Ja, Samuel, nachdem du jetzt ganz kurz erklärt hattest, wie du eine Kläranlagenführung machst, kannst du ja vielleicht mal darauf eingehen, wie deine Kläranlage überhaupt funktioniert, wie die aufgebaut ist. Vielleicht hast du ein paar Feinheiten, auf die du eingehen möchtest. Das Wasser kommt ja sicherlich erstmal bei dir an, oder? Genau, das Wasser kommt im Zulaufpumpwerk an. Da hängen so archimetrische Schnecken drin, wem das was sagt. So große Schrauben, die das Wasser nach oben befördern, weil die eben relativ unempfindlich sind. Und dann geht es weiter ins Rechenhaus, wo der Rechen sitzt und alle Grobstoffe, die größer als 2 mm sind, raussieben sozusagen. Das hatten wir vorhin schon kurz gesagt, die erste Reinigungsstufe quasi, ne? Eigentlich, oder? Nein. Also die Kläranlage wird aufgeteilt in 3 Reinigungsstufen. Die erste ist die mechanische, die zweite ist die biologische und die dritte die chemische. Und die mechanische geht bis zum Ende der Vorklärung. Also Zulaufpumpwerk, Rechen, Sand und Fettfang und dann Vorklärbecken. Das ist die mechanische Reinigung. Im Vorklärbecken setzen sich dann noch die Schwebstoffe ab und bilden den sogenannten Primärschlamm, den ersten Schlamm, den wir aus dem Abwasser sozusagen entziehen. Und der kommt dann direkt in Faulturm zur Vergasung sozusagen. Wie lange ist eure Aufenthaltszeit eigentlich im Faulturm? Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen. Die ist so zwischen 20 und 30 Tagen bei uns. Also relativ hoch. 18 ist so das Minimum. Okay. Also merken wir uns, die erste Reinigungsstufe, alles was leicht ist, wird oben abgezogen, das ist das Fett. Alles was schwer ist, fällt unten raus. Sand. Schlamm und Steine und Sand. Genau. Und alles, was kleiner ist, größer ist als 2 mm, bleibt im Rechen hängen. Genau, richtig. Ja, und dann? Was dann? Dann wird das Rohabwasser im Prinzip mit dem Belebschlamm gemischt. Also, where the magic happens. dort wird auch dann Wasser wieder komplett braun und das irritiert die meisten bei der Führung. Deswegen erkläre ich das auch immer ganz gut. Das ist quasi nach dem Vorklärbecken beginnt die biologische Reinigung und dort wird dann Belebschlamm ins Spiel gebracht und Wasser färbt sich an, weil dieser Belebschlamm steht aus Belebschlammflocken, die eben braun sind und die Flocken sind sozusagen der Lebensraum der Bakterien, die uns helfen, das Abwasser zu reinigen. Das heißt, das sind so Ansammlungen von vielen Bakterien, die sich zusammenschließen zu so einer Kolonie und das ist dann eine Flocke, oder? Kann man so sagen. Also die brauchen ja auch irgendwo einen Lebensraum und die leben quasi auf dieser Schlammflocke und auch natürlich im Wasser. Ja, das sieht eigentlich ganz spannend aus. Also wer das kennt, sich es vorstellen will, das ist wie so kleine Schneeflocken im Wasser, beziehungsweise kann man sich eher vielleicht, wenn man schon mal saure Milch hatte und die geflockt hat. So sieht es dann aus. Okay. Genau. Und da in diesem Belebschlamm sind verschiedene Bakterien, die verschiedene Aufgaben übernehmen und die auch unter verschiedenen Bedingungen nur arbeiten. Also manche mögen halt gern viel Sauerstoff, manche weniger und das macht man sich da zunutze. Deine Aufgabe ist quasi, dass sie sich mega wohlfühlen in den Becken quasi, ne? Und wer sich in Chemie ein bisschen auskennt, ein so ein Beispiel, das bringe ich dann auch immer bei der Führung, zum Beispiel gerade Nitrat, was ja in aller Munde ist und was ihr auch letztes Mal hattet mit dem Bauer, dem Landwirt. Nitrat ist chemisch so gesehen das Molekül NO3, sprich 3 Sauerstoff sind da dran. Und wenn man den Becken, den Bakterien den Sauerstoff entzieht, dann schnappen die sich das O vom NO3 und knabbern das sozusagen ab. Und dann bleibt noch ein übrig Element in die Luft und somit wurde das Nitrat vollständig eliminiert. Dann wird auch Stickstoff rausgebrochen aus dem Abwasser. Das ist dann die zweite Reinigungsstufe. Genau. Und ja, und die dritte? Die dritte ist die chemische Reinigungsstufe. Das ist im Prinzip nur eine Reaktion,
und zwar die Phosphatfällung. Da gibt man eine Chemikalie dazu zum Abwasser, meistens ein Eisensalz oder halt ein Metallsalz, das elektrochemisch genau gegensätzlich geladen ist zum Phosphatmolekül. Und das wird auch eine Makroflocke, die dann wie eine Schlammflocke im Prinzip aussieht und dann zu Boden sinken kann. Und vorher kann sie halt nicht abgetrennt werden, weil es in Lösung ist. Also wie Salzwasser, das man so mit bloßem Auge gar nicht erkennt, dass es Salzwasser ist, so ist es mit Phosphat im Endeffekt auch. Und sobald man eben dieses Phosphatfellmittel reingibt, entstehen auch wieder Flocken, die wieder abtrennbar sind. Okay, und ihr messt dann quasi ständig, wie viel Phosphat ist drin und gebt dann automatisch genug Fellmittel dazu. Also genau. Ich beschreibe das immer als flüssigen Rost. Ne? Eisen, ja. Salz ist das ja, quasi gelöstes Eisen, mit Säure aufgelöstes Eisen und quasi flüssiger Rost, und das fällt dann die Phosphate raus und das ist dann auch im Schlamm mit drin. Ne? Genau, richtig. Und so wird auch das Phosphat aus der Kläranlage ausgeschleust. Also wir haben ja die Bakterien drin, die fühlen sich super wohl in der Regel und dadurch vermehren die sich auch die ganze Zeit. Und am Ende ist es so, dass die sich ja unendlich vermehren würden. Und deswegen gibt es den sogenannten Überschussschlamm oder auch Sekundärschlamm. Das ist dann der zweite Schlamm, der anfällt. Das sind die überschüssigen Bakterien, die aus dem System entnommen werden. Und mit diesen Bakterien wird auch das Phosphat entnommen und kommt dann auch in den Faulturm. Und ganz zum Schluss dann eben auch in den Klärschlamm, wo es wieder als Dünger dient. Okay, also so entsteht dann quasi der Schlamm. Ne? Das war ja beim letzten Mal die Diskussion in der Runde, wie entsteht überhaupt der Schlamm? Ne? Das sind eigentlich quasi die Bakterien, die zu viel sind, dass ihr immer die gleiche Anzahl von Bakterien habt. Genau. Und habt ihr dann nach dem Faulturm, geht der Schlamm ja dann praktisch in die Schlammentwässerung, oder? Genau. Und wie funktioniert eure Schlammentwässerung? Vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen. Also bei der Schlammentwässerung gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, wie bei fast allen Sachen der Kläranlage. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist so ein bisschen das Grundprinzip, aber von Kläranlage zu Kläranlage kann sich das natürlich unterscheiden. Bei uns in der Schlammentwässerung ist es so, dass wir über Kammerfilterpressen entwässern. Das ist im Prinzip auch so ungefähr das System, wie wenn man Apfelsaft macht oder sowas. Nur, dass bei uns quasi die Flüssigkeit auch Abfall ist. Und der übrig gebliebene trockene Schlamm dann sozusagen das Ergebnis ist. Ja. Also die Flüssigkeit nennt man ja, glaube ich, Zentratwasser, oder? Das wird ja dann wieder zurückgeführt in den Zulauf der Kläranlage, oder? Ja, also das ist dann ein hochbelastetes Wasser, das Filtratwasser oder Zentratwasser. Wir können das glücklicherweise noch kurz zwischenspeichern und dann immer zu Zeiten zugeben, wo die Kläranlage schwach belastet ist. Das macht das Ganze ein bisschen gleichmäßiger. Und die Kaffeepresse presst sozusagen den flüssigen Schlamm so lang, bis er fest ist, wie so Torf, muss man sich das dann vorstellen. Und es riecht auch eigentlich ganz angenehm, finde ich, so erdig, wie wenn man im Wald ein Loch buddelt. So riecht es ungefähr. Und anschließend wird es dann in eine Lagerhalle gepumpt und in der Lagerhalle, von der Lagerhalle aus wird es dann auf LKWs geladen und die bringen das dann zur thermischen Verwertung. Das heißt, er wird verbrannt. Jetzt gibt es so ein paar Themen im Kläranlagenbereich, die aktuell sind, wo man sich beschäftigen muss. Ne? Du hast eins schon ein bisschen genannt, jetzt den Klärschlamm entsorgen, verbrennen. Man darf ja den nicht mehr mitverbrennen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon gilt. Man soll ja quasi das Phosphor, was da drin ist, irgendwie wieder gewinnen. Ne? Genau, das muss man laut Gesetzgeber schon ab 2029, in unserem Fall ab 2032 umgesetzt haben. Und das macht natürlich jetzt gerade alle ein bisschen Schalu, wie man im Schwäbischen sagt. Das heißt, habt ihr denn schon ein Konzept? Das würde dann nicht mehr. Also wir haben uns schon was überlegt, ja. Okay, sehr gut.
bis Ende 2023 oder so, ne, müsste ein Konzept praktisch beim Landratsamt vorliegen. Das Konzept muss früher fertig sein, ja, aber Umsetzung bei uns ist 2032, glaube ich. Ja, okay. Und das macht natürlich Sinn, das irgendwo großtechnisch zu machen, weil man kann ja nicht auf jeder Kläranlage so eine Phosphorrückgewinnung hier bauen. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass das eine große Anlage auf jeder Kläranlage gibt. Dann die also für mich ist das so eine Reise nach Jerusalem-Geschichte immer so ein bisschen, weil man hat so Stichtage, bis wo man sich quasi ja, das Konzept vorlegen muss und auch ein Konzept haben muss. Aber jeder schaut halt, naja, wird es denn wirklich gesetzlich umgesetzt oder nochmal verschoben? Oder macht es Sinn, dass ich den dann irgendwo anders mit verbrenne oder mache ich selber was? Es gibt ja auch die verschiedenste dezentrale Verfahren, die man machen kann bei dem Ganzen. Wir haben uns ja auch überlegt, das vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen, Daniel. Ja. Klärschlamm und dem Ganzen, was man daraus machen kann. Das war ja auch letztes Mal schon die Diskussion. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Irgendwann muss man halt das Konzept fertig haben. Und wenn man sich vorher schon committed hat und dann noch eine bessere Möglichkeit findet, dann ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Also Reise nach Jerusalem trifft es eigentlich ganz gut, weil jeder eben irgendwie wartet, was der andere macht. Und jeder will natürlich irgendwie am Ende ein wirtschaftliches System auf seiner Anlage. Oder dezentral eben. Das ist das eine, ne? Das eine Thema, was euch gerade rumzeigt, was macht ihr sonst noch so? Du hast ja von Reinigungsstufen geredet. Gibt es ja auch dieses große Thema vierte Stufe, habe ich schon mal gehört. Wie ist das bei euch aktuell? Ja, also vierte Reinigungsstufe ist ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Da geht es darum, dass man Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt. Also beispielsweise Hormonrückstände oder Arzneimittelrückstände oder Mikroplastik bis hin zu multiresistenten Keimen. Das sind so die Sachen, die eine Rolle spielen bei der vierten Reinigungsstufe und da gibt es auch verschiedene Verfahren. Und da ist bei uns auch schon was im Gespräch. Und das ist echt spannend. Also richtig cool. Würdest du sagen, das ist immer technisch eine Herausforderung, auch für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das, also in Zukunft wird es jede Kläranlage haben, nehme ich mal an. Okay. Ich denke bei den großen Kläranlagen an, dass es gefordert wird. Und da gibt es auch aktuell einen Förderdarlehen oder einen Fördersatz vom Staat, den man dann einholen kann. Und dann kann man so eine neue Reinigungsstufe bauen und je nach Abwasser bietet sich halt das ein oder andere Verfahren mehr oder weniger an. Da gibt es Verfahren mit Aktivkohle und Verfahren mit Ozon und für ganz kleine Kläranlagen auch Verfahren mit UV-Strahlung, UV-Licht. Ich kenne diese UV-Bestrahlung gerade aus dem Bereich auch von Kläranlagen hinsichtlich Abwasseraufbereitung für Brauchwasser. Kennst du das? Wenn das praktisch der Auslauf der Kläranlage wird über UV-Röhren geschickt und kann dann wiederum als Brauchwasser verwendet werden. Manche Betreiber machen das unter anderem auch für die Zuspeisung ins Rechen wieder. Ja, also ich habe das gehört, aber ich habe selber nie so eine Kläranlage gesehen oder so eine UV-Anlage gesehen. Ich hab neulich eine gesehen in Norddeutschland, das war mal relativ interessant. Auch wie aufwendig ja. Das Ganze ist. Ne? Das ist nochmal technisch aus meiner Sicht noch, hat eine ganz andere Herausforderung als die bisherige Technik, die auf der Kläranlage nochmal ist. Zumindest war mein subjektiver Eindruck so. Ja, das stelle ich mir schon auch so vor. Ist ja ein relativ wichtiges und neues Thema für uns auch, ne? Gerade im Südwesten. Wir kriegen ja unser Trinkwasser aus dem Bodensee. Zumindest zum Teil. Also hier, wo ich wohne, haben wir, glaube ich, es steht immer im Amtsblättle, steht es immer drin, 50% sind von der Bodenseewasserversorgung, also fast ganz Baden-Württemberg hängt da irgendwie dran. Und 50% sind so aus Tiefbrunnen bei uns. Und alle Kläranlagen, die ihr Abwasser natürlich in irgendeiner Form in den Bodensee einspeisen, also besonders auch die Schweizer Seite und natürlich auch die deutsche Seite, zum Beispiel Ravensburg oder so, die haben natürlich da schon viel länger ganz große Auflagen bei diesem Thema. Ne?
also Spurenstoffe und so weiter. Und ja, also das ganz Einfachste ist ja die Antibabypille zum Beispiel. Ne? Gibt es ja erst in den 60er Jahren oder was weiß ich jetzt, ne? Pillenknick. Und wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht alle Frauen werden irgendwann. Oder Männer. Das ist tatsächlich ein Thema. Also nach meinem Wissensstand ist es so, dass die Regenbogenforelle schon verkümmerte Geschlechtsorgane aufweist aufgrund von dieser Geschichte. Und dass die sich teilweise gar nicht mehr fortpflanzen können. Wenn du eine Kläranlage von Grund auf nochmal neu bauen oder was nochmal neu bauen könntest, was würdest du anders machen oder was wäre so, was immer falsch gemacht wird? Also, wenn ich eine Kläranlage neu bauen würde, dann wäre grundsätzlich jeder Bodeneinlauf so, dass das Wasser auch reinläuft. Also wenn man in irgendwelchen Pumpenräumen oder so spritzt und reinigt, fließt grundsätzlich das Wasser nie zum Schacht, sondern man ist immer wieder mit dem Gummischieber unterwegs. Das ist so eine Sache, das würde ich, da würde ich wirklich akkurat anderes ist, sehr viele Spülanschlüsse irgendwie zu machen. Also oft hat man eben ein Problem und dann fehlt es an irgendeinem Anschluss, wo ein paar Euro kostet und man kann halt nicht während des Problems dann irgendwie sich an die Leitung was hinschweißen. Also das sind so zwei einfache Sachen, die ich achten würde. Und verfahrenstechnisch, was würdest du da ändern? Das waren jetzt mehr bauliche Dinge. Verfahrenstechnisch würde ich es auf jeden Fall gerne so haben, dass die Kläranlage zweistraßig ist, dass man Teile außer Betrieb nehmen kann, ohne dass der Betrieb eingeschränkt ist. Mhm. Wir hatten übrigens mal eine kleine Umfrage gestartet. Der Klaus hatte ja, glaube ich, bei euch, ist er mit der Drohne über die Kläranlage geflogen? Nee, das war ich nicht, diese... Ach, das warst du nicht. Diese hochwertigen Bilder, die hast du nicht gemacht. Okay. Die habe ich nicht gemacht, die hat Samuel gemacht. Der war, ist, kennt sich mittlerweile mit Drohnen besser aus als ich. Hast du auch einen Drohnenführerschein? Nee. Doch, hast du. Nee. Oh, okay. Und zwar mal eine Frage dazu. Wir hatten ein paar, also wir haben dann gefragt, okay, wie viele Einwohnerwerte hat eure Kläranlage? Ja, und was kam raus? Ja, da kam die Unterschiede, also aufhand dieser Bilder, ne, aufgrund dieser Bilder. Und ja, da kam unter anderem, also das Maximum waren hier 120.000 EW und das Minimum waren 20.000. Ansonsten haben wir noch 100.000, 110, 65, 40.000. So, wer ist am nächsten dran? Ne? Erklär mal ein paar Facts von deiner Kläranlage, komm. Also die Anlage ist ausgelegt auf 80.000 EW und rechnerisch sind angeschlossen so 65.000 EW. Okay, also habt ihr noch ein paar Kapazitäten, das Klaus genau häufiger noch auf Toilette ging. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man das rechnet, aber es gibt ja da die verschiedensten Arten, wie man das rechnet. Und die Berechnung, die auch bei der DWA Anwendung findet, zum Beispiel, ist die Berechnung über CSB, also über Schmutzfracht. Da kommen wir so bei 65.000 raus. Wie viel Kubik pro Tag Abwasser habt ihr bei euch auf der Kläranlage? Also wir haben so im Schnitt 18.000 Kubik am Tag. Und das schwankt von der Menge immer so zwischen, also je nachdem, ob es regnet oder nicht, zwischen 80 und 1200 Liter pro Sekunde. Okay, und habt ihr denn Betriebsprobleme auf der Kläranlage, wenn ihr viel Fremdwasser habt oder viel Regen? Nee, also Betriebsprobleme auf der Kläranlage sind beim Starkregenereignis weniger. Das ist dann eher so kritisch im Bereich von den Rübs und den Regenüberlaufbecken. Habt ihr denn eigentlich viel industrielles Abwasser bei euch im Einzugsgebiet? Also du hattest jetzt gesagt, okay, eure Kläranlage ist jetzt auf 80.000 EW ausgebaut. Tatsächlich sind es jetzt 65.000. Ist da industrielles Abwasser auch mit dran? Ja, also bei einer 80.000er würde ich behaupten, ist immer relativ ja, im Verhältnis viel industrielles Abwasser im Gegensatz zu solchen kleinen Kläranlagen, die eher häusliches Abwasser reinigen in der Regel. Aber für die Kläranlage kommt es viel mehr darauf an, was für eine Industrie denn dranhängt. Also das reicht manchmal, wenn eine Molkerei oder eine Brauerei dranhängt, um Probleme zu verursachen, während andere irgendwie zig Industriebetriebe haben, die alle problemlos laufen. Was ist so der schlimmste Betrieb, den ihr habt, wo du sagst, das ist so das schlimmste Abwasser, was kommt?
Kann ich nicht genau sagen, aber was ziemlich einflussreich auf das Abwasser oder auf die Belebung ist, wenn der Betrieb nicht richtig geführt wird, beziehungsweise wenn es eben Schwierigkeiten gibt, sind so Sachen wie Leiterplattenindustrie und so. Also alles, was sehr chemisch, Organik und wenig so biologisch angriffig ist, ne? Das sind ja oft so Galvanikhersteller, wo man genau einfach so das Abwasser gar nicht mit den Bakterien mehr gereinigt kriegt. Ne? Haben wir auch schon öfter gehabt. Aber die werden ja alle kontrolliert und da gibt es eigentlich keine Probleme. Also die haben ja auch Überwachungswerte, das sind ja dann sogenannte Indirekteinleiter oder Staubverschmutzer, die dann auch vom Landratsamt überwacht werden. Das wäre nochmal ein Thema, Daniel, oder? Indirekteinleiter? Ich muss mal eine andere Frage stellen. Erhebt ihr bei euch Starkverschmutzungszuschläge, also Beiträge? Nee. Habe ich in den seltensten Fällen bisher erlebt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, kenne ich auch nur, glaube ich, eine Anlage, die das macht, oder eine. Okay. Kommune, beziehungsweise Stadt. Ja, Daniel, das wäre nochmal was für irgendwie für eine andere Folge. Indirekteinleiter, ne? Alle, die ihr Wasser nicht direkt in den Fluss einleiten, sondern indirekt in den Fluss einleiten, können wir für ein anderes Thema nochmal machen. Also alles, was hier in Baden-Württemberg läuft, läuft entweder in Rhein oder in Neckar. Kannst, oder Donau vielleicht noch. Weiß nicht, ob in die Donau noch was reinfließt. Bestimmt auch. Das ist so die Zuläufe, die wir haben. Macht ihr BOP bei euch auf der Kläranlage? Ja, wir machen BOP, beziehungsweise haben wir ein BOP-Becken. Aber die Funktion des BOP-Beckens, die ist ja nur unter sehr bestimmten Bedingungen überhaupt da. Also es ist je nach Wetter und Durchflussmenge und so weiter, hat es eine andere Funktion bei uns. Also okay. Teilweise als Ausgleichsbecken noch. Ja, und auch als Deni-Becken. Also erweiterte Deni. Also ja, das BOP bringt schon was, ja. Also man merkt es natürlich am Fellmittelverbrauch letzten Endes, aber natürlich nicht immer. Ich glaube, heutzutage wird sowas auch gar nicht mehr gebaut. Jetzt haben wir viel Theoretisches gefragt, Anne. Wir müssen den Samuel auch nochmal fragen, weil die Zuhörer von uns können ihn ja nicht sehen, aber du bist ja noch ziemlich jung, ne? Kennst du einen Kläranlagen Betriebsleiter, der jünger ist als du? Erzähl mal, wie alt du bist. Also ich bin 32 Jahre und bin seit 16 Jahren im Bereich Abwasserreinigung tätig sogar. Mensch, 16 Jahre, okay. Die Hälfte meines Lebens mittlerweile widme ich der Abwasserreinigung. Und du bist ja Betriebsleiter, wie lange bist du das schon? Seit 7,5 Jahren. 7,5 Jahren, krass. Mit 25, richtig? Glaube ich, einer der jüngsten Betriebsleiter, so, die ich je kennengelernt habe. Ja, jetzt immer noch. Ne? Ich kenne auch nicht so viele, die das in dem Alter schon machen. Was ist so die größte Herausforderung als Betriebsleiter? Ich glaube, so der Start als Betriebsleiter war schon eine Herausforderung mit 25. Auch dann eben Leute unter sich zu haben, die alle älter sind, die schon auch länger im Berufsleben stehen und so weiter. Das war schon eine Herausforderung, hat aber auch Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Die eigentlichen Herausforderungen sind die, die das alltägliche Leben auf der Kläranlage mit sich bringt. Also solche Dinge wie Bereitschaft während Starkregen und Stromausfall oder sowas. Da kommt man dann schon ins Schwitzen. Du hast ja dann wahrscheinlich auch deine Ausbildung beim Zweckverband gemacht. Ja, also meine Ausbildung habe ich in der kleinen Kläranlage gemacht, eine 22.000er. Und dann wollte ich eigentlich Verfahrenstechnik, also Umwelt- und Verfahrenstechnik studieren und habe da mich dann mal informiert und war auch bei so einem Infotag bei der Hochschule und das hat mir dann weniger zugesagt, sodass ich mich entschieden habe, die Meisterschule zu machen und erstmal nochmal weiter in der Kläranlage zu arbeiten. Und dann habe ich in einer 50.000er Kläranlage relativ lang gearbeitet. Und da bin ich eigentlich in der Abwasserreinigung so groß geworden, wie du jetzt sagst. Also da bin ich reingewachsen, so muss man es sagen. Habe ich sogar auf der Kläranlage gewohnt. Ach krass. Okay. Heißt, die haben da Wohnung gehabt und du hast da dann quasi mit deiner Frau zusammen da gewohnt, oder? Also da hatte ich noch keine Frau. Da kannte ich sie zwar schon, aber da waren wir noch nicht verheiratet.
Aber das ist so, früher war das ganz üblich, dass man auf der Kläranlage wohnt oder auf dem Gelände der Kläranlage. Weil damals gab es ja noch keine Handys und so weiter und dann kam irgendwie, ich glaube, das hieß Eurosignal oder irgendwie sowas, kam so Piepser, dass wenn eine Störung war, dass man dann irgendwie so einen Piepser hatte. Aber die Zeit davor war halt so, dass man ein Haus auf der Kläranlage gebaut hat und alle Leute, die dort gearbeitet haben und auch im Bereitschaftsdienst waren, haben auf der Kläranlage gewohnt. Und wenn eine Störung war, hat halt dann eben die Klingel oder das Telefon geklingelt. Es war irgendwie realisierbar damals, wo es noch keine Mobilfunk gab. Krass. Ich kenne das bei mir aus der Region, dass die Kläranlagenmeister hauptsächlich immer in der Nähe, ganz unmittelbar in der Nähe von der Kläranlage gewohnt haben und auch immer noch wohnen teilweise. Die gehen jetzt meistens zwar in Rente, bei uns stehen die Kläranlagen auch häufig in Wohngebieten. Die sind zwar nicht so groß, die Kläranlagen wahrscheinlich wie in Süddeutschland, aber die stehen in Wohngebieten und dort in diesem Wohngebiet hat meistens dann auch, ich sag mal, der Kläranlagenmeister gearbeitet und der hat dann auch für die Bereitschaft gesorgt. So kenne ich das aus den Geschichten hier, ne, aus Mecklenburg-Vorpommern. Also das ist hier immer noch so. Auch weil, wenn ich jetzt nachts eine Störung habe und raus muss, dann kann ich ja nicht irgendwie erst mal 20, 30 Kilometer zur Kläranlage fahren. Bis dahin könnte schon ein Wunder was passiert sein. Also alle Leute, die bei uns im Bereitschaftsdienst sind und am Bereitschaftsdienst teilnehmen, wohnen im Umkreis von maximal einer halben Stunde zur Kläranlage. Mhm. Das ist auch der Radius, in dem wir uns dann in dieser einen Woche bewegen. Also wer Bereitschaftsdienst hat, bewegt sich nie außerhalb dieses Radius von einer halben Stunde zur Kläranlage. Es ist schon echt krass, ne? Das wird ja auch immer so unterschätzt, wenn man jetzt mal rausguckt. Also wie wichtig eigentlich es ist, nicht nur eine Bereitschaft zu haben, sondern auch, dass es da Leute gibt, die tagtäglich 24 Stunden dafür sorgen, dass das Abwasser geklärt wird, ne? Und dass da keine Havarie entsteht und so weiter. Dass da die Gewässer geschützt werden und das wird ja halt total unterschätzt. Weil jeder denkt irgendwie, das funktioniert automatisch. Ich nehme immer das beste Beispiel für mich jetzt. Ich bin zwar in der Wasserwirtschaft unterwegs, aber für mich so das Beispiel ist immer der Strom aus der Steckdose. Ne? Ich beschäftige mich nicht, was hinter der Steckdose jetzt passiert. Und so sehe ich das halt im Abwasserbereich. Ne? Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also das spricht mir absolut aus der Seele. Das ist wirklich so. Also kaum einer macht sich irgendwie Gedanken, was denn Wasser passiert oder wie aufwendig die Abwasserreinigung ist, geschweige denn, was die Abwasserreinigung kostet. Das ist dann in irgendeiner Kommune dann eine Zahl im Haushalt, worüber sich Leute ärgern, aber was vielleicht dahinter steckt und warum Abwasserreinigung auch kostenintensiv ist, wird kaum hinterfragt. Was unternehmt ihr denn eigentlich hinsichtlich, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit? Wie macht ihr diesen Beruf bei euch in der Region vielleicht ein bisschen bekannter? Also wie positioniert euer Verband sich gegenüber der Öffentlichkeit? Vielleicht kannst du das mal kurz den Zuhörern sagen. Also wir haben zumindest mal eine Internetseite, einen Internetauftritt. Das haben viele noch nicht. Also zumindest in unserer Größenklasse. Natürlich die kleineren, wo vielleicht ein, zwei Leute arbeiten, ist natürlich auch verständlich. Aber das machen wir. Es gibt hin und wieder mal einen Zeitungsbericht von uns. Habt ihr eigentlich eine eigene Wasserzeitung? Hier bei mir in Norddeutschland haben viele Verbände so eine eigene Wasserzeitung. Nee, das gibt es bei uns nicht. Ja, aber der Daniel ist ja Star bei uns in der Zeitung. Weißt du das, ne? Daniel, ich habe dir den Artikel auch mal grob weitergeleitet. Du hast ja auch gelesen. Weißt du, was mir gefehlt hat, Samuel? Das saubere Wasser hat mir gefehlt. Ja? Also du bist ja Star, du bist ja groß fast auf der Titelseite. Auf der Süddeutschen, ne? auf jeden Fall war das echt gut dargestellt und auch mal gut, dass wir in so einer Zeitung auch mal auftreten, ne? War ja auch alles super erklärt. Was mir immer fehlt, ist in der Öffentlichkeit so dieses, warum wir das machen. Das war so angerissen, so beiläufig, ne? Weißt du, was das Problem ist? Generell, wenn ich Leute auf der Kläranlage habe, kristallisiert sich immer wieder raus, dass die denken, dass wir hier Trinkwasser machen und dass das Wasser, das wir in der Kläranlage reinigen, nachher wieder aus dem Wasserhahn kommt. Bin ich jedes Mal echt erstaunt drüber und auch ein bisschen empört, wie wenig eigentlich so die Leute von uns wissen. Mhm.
Die stellen sich dann immer vor, so auch bei der Führung, so jetzt kommen wir langsam zum Ende der Kläranlage, jetzt muss da irgendwann dieses Rohr losgehen, wo das Wasser wieder ins Trinkwassernetz eingespeist wird. Und dann sage ich immer, ja, das läuft halt hier raus. Und dann, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema irgendwann, wie kommt das Wasser aus dem Trinkwasser? Aber ich sag mal, wir sind ja für Abwasser zuständig mit unserem Abwassertalk hier. Bleiben wir bei der Abwasserseite. Ja, ansonsten, man merkt ja, du lebst für deinen Job, ne? Was bedeutet dir am meisten, so auf einer Kläranlage zu arbeiten? Oder was ist das Coolste daran? Oder warum sollte man das unbedingt machen? Für mich ist das der absolute Traumberuf sogar. Also ich finde es ernsthaft ziemlich cool, auf der Kläranlage zu arbeiten. Und das ist einfach viel abwechslungsreicher als alle denken. Und es ist so vielschichtig und spannend, was jeden Tag so passiert. Und es sind einfach immer coole Erfahrungen, die man sammelt. Also ich kann das nur jedem empfehlen, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, weil das ist auch sicher. Also gerade jetzt in der Corona-Krise hat man das ganz deutlich gemerkt, während irgendwie Leute um ihre Existenz bangen, war es bei uns so, dass jetzt plötzlich klar wurde, wie wichtig eigentlich so eine Kläranlage ist und wie verantwortungsvoll unsere Aufgaben hier eigentlich sind. Und wir konnten immer sagen, ja, wir gehen ganz normal arbeiten und kriegen auch ein ganz normales Gehalt. Es fühlt sich dann schon gut an, wenn man weiß, es könnte auch gerade ganz, ganz anders sein und man müsste vielleicht Angst haben, dass die Firma irgendwie bankrott geht und man sein Privatleben nicht mehr irgendwie gewuppt kriegt mit den finanziellen Mitteln, die da dann vielleicht fehlen. Das Wasser muss halt immer fließen, ne? Ja. Das hat mich ja zum Beispiel an der Wasserwirtschaft immer so gut oder so beeindruckt, dass wir eigentlich ja nur auf Erden sind, allgemein die Menschheit, weil hier halt Wasser ist. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass Wasser eigentlich dazugehört für jedes Lebewesen, ist das ein essentieller Job, den man auch macht. Also ihr, gerade die das Wasser aufbereiten und wieder in den natürlichen Kreislauf geben. Ja, also Wasser ist ja der Ursprung allen Lebens. Richtig. Wenn ich das überlegt und dass keiner eben ohne Wasser überleben kann, dann wird eigentlich relativ schnell klar, wie wichtig unsere Branche ist und alle, die daran mitarbeiten, auch ihr Helden. Wir sind alle Helden des Abwassers. Alle. Was würdest du denn sagen für die, die vielleicht jetzt noch gar nicht im Abwasserbereich unterwegs sind? Wir können ja mal das Spielchen spielen. Und zwar, was müssten die Bürger oder auch gerade die Ortsansässigen über ihre Kläranlage wissen? Vielleicht kannst du jetzt einfach mal in kurzen Fragen, die du denkst, die jeder Bürger wissen müsste bei dir aus dem Bereich, wissen. Und die kannst du ja mal direkt Klaus stellen, weil das ja auch, weil er sein Abwasser in die Kläranlage fließt. Mal gucken, ob er die beantworten kann. Ich kann dir auch helfen. Also ich mache auch gerne mit. Okay, jetzt also, werde ich gefragt. Okay. Das absolute Minimum, und das weiß ich, dass es der Klaus weiß, ist ja, dass man schon mal weiß, dass die Kläranlage keine Trinkwasseraufbereitungsanlage ist. Und erübrigt sich die Frage. Aber ich weiß auch, wo meine Kläranlage ist. Das kann sich ja mal jeder fragen, wo sein Abwasser hingeht. Ich würde mal sagen, das wissen gar nicht so viele. Aber ich weiß, wo meine Kläranlage steht. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme mit Brezeln und so. Am Wochenende, Samstag, das ist ja eine geile Story eigentlich. Muss man mal erzählen, da habe ich Lisa, meine Tochter, mitgenommen auf die Kläranlage. Und weißt du es noch? Da haben wir 3 Stunden über Glitch in deiner Steuerung gezeigt, wo du gesagt hast, ja, da fließt das Wasser ein bisschen komisch rein und die Belüfter laufen da irgendwie ein bisschen komisch. Das habe ich dann rausgefunden und das ist das einzige Mal, dass meine Tochter mir auf dem Schoß eingeschlafen ist. Und wir haben da 3 Stunden total begeistert diskutiert darüber. Und sie fand das aber nicht so begeistert. Noch nicht. Noch nicht. Ja, das war ziemlich krass. Fällt dir noch irgendeine Frage ein, die der Klaus wissen müsste? Oh Gott. Sollte vielleicht wissen, was ein Foulbehälter ist oder ein Foulturm. Darüber schmunzeln auch immer viele. Foulturm, aber keiner weiß, was er macht.
Ich fand, da muss ich auch wieder reingrätschen. Ich fand immer viel beeindruckender die Fackel. Was sollte die Fackel eigentlich auf dem Gelände? Oder wenn man jetzt auch gerade in großen Industriestädten oder so unterwegs ist, sieht man ja halt auch vielleicht eine Fackel brennen. Das ist ja, das hat mich immer eher so beeindruckt. Was soll da eine Fackel? Aber vielleicht ist das auch eine gute Frage für die nächsten Themen. Aber also ich beantworte die jetzt mal nicht. Die könnt ihr ruhig mitnehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, ja. Ja. Klaus, wie viele Faulbehälter hat dann die Das ist eine geile Frage. Muss ich auf die Drohnenbefliegung jetzt schauen? Ich würde nicht betrügen. Zwei habt ihr. Der Fuchs. Ihr habt zwei, oder? Oh, jetzt bin ich das. Das ist eine scheiß Frage. Daniel, das hättest du mir vorher sagen. Falsch. Falsch? Dann waren es drei. Nicht? Nee. Eine. Dann habt ihr nur einen, okay. Das ist eine kleine Kläranlage, was wir haben. Das finde ich gut, dass wir jetzt hier Klaus nochmal überraschen konnten. Ja, gut. Da müssen wir mehr kacken noch. Nee, das ist, aber wir haben ja auch quasi so eine Drohnenbefliegung mal gemacht, um mal zu schauen, wie so eine Kläranlage von oben ist. Da hast du ja auch quasi Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hast mal bei Instagram, wo hast du das veröffentlicht, glaube ich, ne? Ja, auch über die junge DWA. Ja, dass mal unsere Kläranlage, wir sind da, bleibt ihr zu Hause sozusagen, ne? Und solche Sachen sind ja auch vielleicht dann gut für die Öffentlichkeitsarbeit, ne? Um das voranzutreiben. Was sollte der normale Bürger noch wissen? Was man zum Beispiel nicht ins Abwasser schmeißt. Das ist ja auch in deinem Artikel drin gewesen, ne? Feuchttücher gehören nicht ins Abwasser. Merkt ihr jetzt in der Corona-Zeit mehr, dass Ersatzstoffe für Klopapier verwendet werden? Also wir haben irgendwie Glück anscheinend. In der ganzen Abwasserwelt flippen alle aus wegen Feuchttüchern und so. Und ich glaube, dass es auch ein richtiges Problem gerade ist. Aber komischerweise wurden wir verschont. Also unsere Bürger verhalten sich echt vorbildlich bisher. Ja, okay. Also ja, auch du, hoffe ich. Ich? Ja, Klaus, ich will nicht ein Feuchttuch ins Abwasser schmeißen. Und auch keine Windeln. Oder Windeln auch nicht. Nee, dafür gibt es einen Windeleimer. Die werden dann weggeschmissen. Wusstet ihr eigentlich, dass in den Windeln Acrylamid drin ist? Ja, genau. Acrylamid ist ja die Basis von diesen Polymeren, die wir auch für die Schlammentwässerung verwenden. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Da schließt sich der Kreis wieder. In der Windel ist nämlich auch das Polymer drin, das wir in der Kläranlage zu vielen Sachen verwenden. Okay. Das ist ja das auch, was man so hört, wenn man Pommes zu lange brät, ne? Dass die dann das auch bilden. Ja. Das ist in Windeln drin, was das Feuchtigkeit bindet. Das weiß ich, seit ich Windeln benutze. Und ihr benutzt das quasi als... Der Klaus benutzt Windeln. Für sich selbst hoffentlich nicht mehr. Noch nicht mehr, Daniel. Das ist lustig, ja. Du kommst, meine Schlammentwässerung nicht du kommst da auch noch hin. Der Samuel und ich, wir haben das schon durch. Aber du kommst da auch noch hin. Ja, da werde ich auch Windeln benutzen. Weißt du, meinen ersten Job, da hat mir mein Ausbilder hat damals gesagt, Spritzer hat er mich genannt. Jetzt kannst du überlegen, warum das der Spitzname war. Oh Gott, ey. Rausschneiden, das musst du mir. Das ist gut. Ja, ja, Klaus, ich schneide das raus. Ja, ja, das lässt du leider doch drin. Oh Mann, das geht schon wieder in die völlig falsche Richtung. Sag mal, willst du noch irgendwas unseren Zuhörern? Du bist ja quasi jetzt in der 6. Folge unser Gast und wirst uns über die 100 Follower bei Instagram bringen, dadurch, dass du uns jetzt hilfst. Willst du noch irgendwas an die Welt da draußen mitteilen, wo du sagst, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt hier, spreche für alle Kläranlagen. Ja. Also für mich ist das Wichtigste, dass wir von diesem schlechten Image wegkommen. Und dass die Leute verstehen, was wir machen, dass wir nicht irgendwie in der Scheiße rühren, wie es alle denken, sondern dass wir einfach einen sehr verantwortungsvollen und auch spannenden, abwechslungsreichen Job haben. Und dass es mal anerkannt wird. Das finde ich so ein bisschen schade. Und es wäre schön, wenn die Leute draußen das checken und sich vielleicht mal bei einer Führung anmelden. Wenn man jetzt zum Beispiel bei dir anrufen würde, ich bin interessierter, besorgter Bürger, in Anführungszeichen besorgter Bürger war ja mal so ein Schimpfwort, und ich würde gerne eine Kläranlagenführung kriegen. Wäre das bei dir möglich?
Dann würde ich sagen, nee, wegen Corona nicht möglich. Ja, okay. Aber wenn jetzt Corona nicht mehr ist, meine Tochter fragt mich immer morgens immer, Papa, ist Corona vorbei? Und dann sage ich immer, nein, Corona ist immer noch. Können denn alle, wenn Corona vorbei ist, zu dir auf die Kläranlage kommen und du machst eine Führung? Ja. Mal der Aufruf hier an alle Zuhörer. Sucht heute mal raus, wer ist eure Kläranlage? Ruft da mal an und fragt, wann die nächste Führung beginnt. Und? Die werden mich alle hassen. Und nehmt alle eure Freunde mit und macht das als Happening. Nicht, ihr macht die nächste Wandertour, sondern ihr geht zu eurer persönlichen Kläranlage und guckt euch das an. Es gibt viele Kläranlagen, Betriebspersonal, Leiter, Mitarbeiter, die das total toll finden, wenn die Leute sich für ihre Kläranlagen interessieren und die auch gerne zeigen, was sie da so machen und da auch ganz stolz sind drauf, was sie da so machen. Und das können sie auch sein, auch danke an dich, Samuel, dass du mein Abwasser immer so toll reinigst. Also ich prüfe es nicht so nach, aber ich habe noch nie was gehört von unserem Landratsamt, dass es da Probleme gibt. Und so wie ich dich kenne, haben wir das sauberste Abwasser Deutschlands. Alles bestens. Ich sag ja immer, wir haben den besten Abwassermeister Deutschlands. Einschichtig kommt ja schon zum Bildschirm raus. Nein, ich kann das ja beurteilen, weil ich... Das hat er auch unabhängig von dir zu mir mal gesagt, bevor es sogar diesen Podcast gab. Das also und ich versuche das ja jetzt zu toppen mit meinem Abwassermeister. Und beim nächsten Mal laden wir deinen Abwassermeister ein von dir. Genau, vielleicht nicht beim nächsten Mal, aber wir machen das noch auf jeden Fall. Wir machen das auf jeden Fall auch noch. Ich wollte noch dazu sagen, also nehmt euch eure Freunde mit an die Hand, besucht die Kläranlage von euch und verseht das Ganze mit Hashtag meine Kläranlage. Genau, dann postet ihr das und followt und liked das auf Twitter, Instagram und Instaface und dann bringen wir das Ganze hier mal nach vorne, Leute. Ne? Machen wir das. Ja, ansonsten, hast du noch irgendwelche letzten Worte, Samuel? Ne, es war cool, jetzt bei euch zu sein. Ich bin ja Fan der ersten Stunde, haben mir alle Folgen bisher reingezogen. Und ich glaube, ich werde mich werd ein bisschen beschämt sein, wenn man sich nämlich immer selber hört, dann hört sich das... Ja, gut. Das kenne ich, das mag ich auch nicht so. Wenn ich das nachher mal höre, aber ja, ich hoffe, es war ganz, ganz okay. Lässt die 6. Folge aus, hörst in der 7. wieder rein, du warst ja dabei, du weißt ja, was du gesagt hast. Weißt du, was das Gute ist, Samuel? Wir brauchten keinen Untertitel. Also, du hast schon relativ hochdeutsch gesprochen. Also, ja, war das anstrengend, sehr angestrengt. War das echt anstrengend für dich jetzt? Wir können, ja. Also, echt jetzt? Das Ganze auch nochmal irgendwann wiederholen im Schwäbisch. Ja, gerne. Und dann sprechen wir aber Norddeutsch, ne? Und dann, genau, und dann bringe ich noch einen norddeutschen Meister mit. Und dann versteht keiner mehr ein. Und in Bayern brauchen wir dann auch noch. In Bayern und in Sachsen auch noch. Naja. Okay, das machen wir dann Länderdialog. Es war auch ziemlich schwierig in der Meisterschule, weil die in Essen war, die haben mich nicht verstanden. Also, es war eine Katastrophe. Ja, aber jetzt. Ich wollte anrufen und sagen. Dann sagen die immer noch, überleg auch, was das kostet. Weil die haben immer gesagt, überleg mal, was das kostet. Und die Nicht-Schwaben, die checken nicht, dass man nicht überall das SCH anhängen muss. Deswegen sagen die fälschlicherweise immer überall Ja, wo ich, dich. Oh Gott, das ist kein Schlotzer, Leute. Schläbisch kein Schlotzer. Schläbisch kein Schlotzer. Okay. Ja, dann Samuel, dann danken wir dir, dass wir dabei waren. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, Samuel. Ja, vielen Dank an euch. Hat nett Spaß kennenzulernen. Und Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab, Leute, ne? Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja.